Mir vom Leib. Willst du? Er hört sich hier extrem gruselig an. Willst du was? Hä? Geh weg! Oh Mist! Macht Spaß? Hä? Nein! Los, weg. Doch! Macht geh Spaß! Nein, nein! Nein, geh weg! Ich will deine Wunderkerze. Ja, sieht so aus, als hätten sie Interesse an Dynamit. Meine Ex weiß ganz genau, dass ich heute aufnehme und die ruft mich an. Läuft okay. Bei der Frau. Moin. Nein, 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 nein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Warum? Oh, das ist so schön, mit Dynamit einfach rumzuspielen. So schön. Ich liebe es. Ich liebe es. Mein Liebes. Wenn sie nicht aufmachen, dann durchbohre ich sie. Nee, nicht wieder die Kloppi-Stimme. Gehen sie weg. Herr Rox. Kevin. Das merke ich. Oh. 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 Vor allem, ich kann durch die Tür werfen. Oh, scheiße, darauf geht er meine Rüstung. Darauf geht er meine Rüstung. Hä? Ist bei mir das WLAN nicht gut oder bei Tyrox? Das war ich nett. Aber egal, dann bei mir kommt er irgendwie etwas. Ist sehr gruselig sein. Das hört sich an, als würde denn ein Roboter sprechen, der Störungen hat. Dann liegt das an dir. Alle anderen hören sich normal an. Du hörst dich zum Beispiel normal an. Oh. Nur Tyrox hört sich gruselig an. Also Cassie. Und Melvin hört sich auch normal an. Cassie, ich und normal? Naja, dann liegt's doch an Tyrox. Ja, aber ihr versteht mich doch normal, oder? Oder? Jetzt auch wieder normal. Es lag irgendwie an meinem. Keine Ahnung. Baumstumpf. Klingeling, hier kommt der Eiermann. Was? Tyrox? Kannst du bitte aufhören? Ernsthaft? Kannst du bitte aufhören, mir Dynamit ins Gesicht zu werfen? Bitte. Bitte. Es tut weh. Ja. Ich habe wieder mein Leben verloren. Ike? Ja? Ike, was machst du da? Nix. Ike, nein. Ike, ich muss einklopfen. Nein. Man kann halt einfach von drinnen nichts. Doch, da. Aber das gehört nicht. Das. Leute, ja, Leute, wir haben uns heute hier versammelt. Nein, nein, ich will keine, nein, gehen Sie weg. Um Melvins Haus zu sprengen. Oh, ja. Easy haben sie da. Ja. Na nein, direkt nicht schon wieder ein Ausflug gemacht. Deichmann. Bitte schaffen Sie die Wunderkerze weg. Ich will eine, nichts kaufen. Ich will nicht spenden. Das ist eine wunderschöne Wunderkerze. Ich will nicht spenden. Ich habe gehört, dass Wunderkerzen länger brennen. Gehen Sie raus aus meinem Haus. Gehen Sie aus meinem Haus. Ihr habt echt Probleme, ich oder? Ich halte Ihnen sogar die Tür offen. Bitte. Bitte ich habe gehört, Sie dass Wunderkerzen nicht länger brennen, warum? Wenn man sie nicht anzündet. Das stimmt. Was ist euer Problem? Haben Sie gerade mein Haus betreten oder was? Rüst hier! Das ist mein Haus! Ich spreng uns den Lo. Ey, oh, oh! Warte mal. Ich sterbe, warum? Ich weiß es nicht. Essen? Was macht Cassie hier und sitzt. Was ist. Und so. Was macht Cassie auf meinem Tisch? Tyrox. Warum sterbe ich? Weiß ich nicht. Ist dir Essen, kalt? Essen, trinken. Mir ist nicht kalt. Essen, trinken. Essen, trinken, alles okay? Hä? Ja. Ja, Cassie schießt dich ab! Raus! Raus! Wenn die schon so kichert! Ich geh. Tyrox?
Alter. Cassie, hast du gerade Rüstung an? Nee. Gut. Komm, warum ist ich hab nie Rüstung an. Hey! Ach, was für eine die wird überall gesprengt, die Bäume fallen alle um. Ich muss einen nachbauen. Einen Außenposten. Oh, noch zwei Hasenfell. Okay. Meerschweinchen in der Mikrowelle. Nee, das ist schon mittlerweile kein Meerschweinchen mehr. Hä, wo ist der Baum? War doch auch mal ein Außenposten. Oh, Melvin, hier draußen ist was, das kannst du töten. Oh. Nee, nichts mehr. Oh, toll, das ist bei mir. Deswegen. Oh, Schwein. Help me, help me. Nö. Deine Knochen. Mein, was geht? Oh, oh nee, ist gar nicht zu Hause. Egal. Hä, was macht ihr alle mal im Haus? Ey, Udo, Nee. Ey, Udo, ich nehme mal kurz einen Energy Drink, ne? Oh Mann, die waren doch vorher schon leer. Danke. Nein. Danke, jetzt kann's weitergehen. Nee. Nein, aua, bitte. Bitte. Cassie? Du bist selber schuld, du weißt es. Was soll Cassie? Was soll Cassie? Was hab ich getan? Ey, was macht ihr? Was macht ihr? Das war Spaß. Ganz ehrlich. Da. Nee, ich hab noch Bier. Ach, Bier geht hoch. Alles, was gut schmeckt. Ihr macht Sachen. Wollt die Cassie nicht an ihrem Haus weiterbauen? Ich wollte, aber ich darf ja nicht, weil ich gesprengt werde. Oder meine Bäume gesprengt werden. Was für Bäume? Wir haben schon kaum noch welche. Mein Ausguck. Ach, deswegen geht's weiter. Problem. Gehen Sie weg, du. Gehen Sie weg. Wegen dem Ausguck geht's weiter. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Holz? Ich schau das in mein Lager rein. Energy. Was man ein bisschen kann ich das für meine Treppe benutzen. Da blinkt was. Oh, warte mal. Mir fehlt nicht mehr viel. Fang! Ja. Mach doch. Ja, ich frag lieber, bevor ich wieder als Dieb bezeichnet werde. Ja! So heißt auch eine Folge. Ich werde das super verwenden. Cassie, das Holzklau-Ding. Oh je. Ja. Ich bin ein Ding, cool. Unkraut. Wo ist das Unkraut? Cassie, ich nehme mir einfach nur die Holzlatten, die hier in der Base rumliegen, weil das von den gesprengten Bäumen ist. Ich, ja. Wo ist das Unkraut? Deshalb habe ich ja kein Holz mehr. Alter, du brennst die Büsche. Ja. Wo ist das Unkraut? Vernichter. Wo ist das Unkraut? Da ist das Unkraut. Da ist das Unkraut. Geh weg, geh weg. Ja, gut. Ja, kannst ja behalten. Nee, ich geh jetzt jagen. Nee, oh, das ist schön. Oh, ich nehme mich mit. Ich hab ein paar Wunderkerzen dabei. Bleib da. Melvin, was willst du jagen gehen? Hasen. Wunderkerzen. Okay. Nein, ich will keine Wunderkerzen jagen. Oh, doch. Ich möchte mit. Nein, geh weg. Erforsche dein Gefühl, so weißt du, was war es. Was? Ich hab mich versteckt. Lässt mich nie. Also, du musst einfach gar nicht nachfragen, ja? Ich renne hier mit meiner wunderschönen Kettenkette. Ich hab da so ein Problem. Bei mir schweben Zäune auf in der Luft. Dann hol sie wieder runter. Liebes Kessel, ja? Wir wissen ja alle, du bist voller Blut. Vielleicht solltest du dich mir mal waschen. Ja. Alter. So erschreckt vor den Schritten, ne? Alter. Oh Gottchen. Ey, mit euch macht man was mit. Ich wollte gerade zustechen, ne? Boah, ich hab nicht mal Rüstung an und du willst mich erstechen? Kessel? Feigling. Hä? Ich hab keine Rüstung. Warum? Weil Tyrox mich wegsprengt. Da muss Tyrox dir eine neue farmen. Ganz einfach. Ja, Tyrox, komm. Yo. Buddies.
Ach, das macht er doch eh nicht. Stimmt. Das war nicht. Wo du recht hast, hast du recht. Ja, siehst du. Beschäftige mich gerade mit Cassie, aber die Antwort nicht. Macht keinen Spaß. Das ist Cassie, die... Cassie, bist du noch da? Nein. Kessel, los! Kessel, Kessel, Gulasch! Kessel, Kessel, Gulasch! Oh, da ist er ja wieder! Knie dich hin! Ich würd's nicht machen. Ich spring nicht mit Kessel. Der Server hat schon wieder Probleme. Oder ich... Ne, du hast ja ich. Schön, dass ihr euch einig seid. Ja. Ist doch schön. Das ist super, das freut mich. Uns also, auch. Demokratie ist immer erwünscht. Mann, jetzt kann ich drauf. Stimmt's, Käse? Ach, schön. Lalalalalala. Melvin und Ike penetrieren, ne? Penetrieren, okay. Ah ja. Gerade ein paar, wie heißen sie? Nein, ich stehe hier rum, mache mir eine Ghillie-Rüstung und... Defense und so. Und danach gehe ich zu Tyrox und jag ihm meinen Speer in den Arsch. Oh geil, warum stehe ich? Was? Warum? Aber warte mal, ja, warum dann hast du ja so ein Schildkrötenpoloch. Ja, ich habe auch noch einen Schildkrötenpanzer, ja. Da habe ich auch einen davon. Geh mal eine Schildkröte töten, leg die auf den Rücken und guck dir das Hinterteil an. Das sagt so, alles. Das habe ich dann schon gemacht. Ja, wie dreht man die? Indem du dagegen läufst. Cool, muss ich mal ausprobieren. Ja, und dann guckst du mal bei dem kleinen Schwengelding da hinten dran. Okay. Du dem. Was ist denn, Alter? Bist du bescheuert, die Echse zu töten? Leck mich doch, du blödes Kackvieh! Oh. Ich bin schon wieder gemerkt. Wo ist das Vieh? Wo ist das? Ich bin. Ich bin im Lager. Ey, das ist nicht so. Wo ist hier? Das Vieh ist ernsthaft weg! Boah, was Scheiße. Hat dieser Server eigentlich gegen mich? Du bist Cassie. Das reicht schon aus. Ah, super. Naja, ich hoffe, du hast zwischendrin immer mal abgespeichert. Naja, nicht so wirklich. Okay! Das hört sich sehr berauschend an. Sowieso nichts dazu in meinem Inventar, also passt schon. Okay. Aber der Server sagt mir die ganze Zeit, dass das Passwort falsch ist. Obwohl ich es richtig eingebe. Hast du Caps Lock an? Nicht, nein, habe ich nicht. Kopieren. Geht nicht. Geht es nicht. Nee. Hä? Bla bla bla. Geht das nicht? Geht aber mir auch. Ich kann das nicht. Ich darf das nehmen. Das bin ich bei mir nicht. Na doch, du drückst Alt gedrückt und dann C, wenn du es markiert hast, dann hast du es in der Zwischenablage kopiert und mit Alt und V tust du es einfügen. Ja. Dann probier ich's nochmal. Weil damit geht's. Sollte es gehen. Muss ich das erst wieder finden? Hab ich die Dudes hier alle schon? Ja, gut, dann kann ich erstmal zurückkommen. Was war denn hier bei dem roten Einzelhäuschen in der Höhle drinne? Bei dem roten Einzelhäuschen? Ja, bei mir in der Nähe. Das war das Katana. Das Katana. Gab's da Mutanten? Nee. Gut, dann geh ich da mal rein. Ach lol, das Katana habe ich selbst noch nicht. Ich auch nie. Ich habe ja nicht mal die Kettensäge.
Hä, warum hast du das nicht und aber ich schon? Ja, weil du einfach in die Höhlen gehst ohne uns. Hä, aber wir haben doch die Höhle schon mal erkundet mit dem Katana. Ach nee, ich weiß, warum mein Zeug weg ist. Ich musste doch vor ein paar Folgen neu anfangen. Ach, weil mein Speicherstand auf dem PC weg war. Ja, aber warum hat's Melvin dann nicht? Weil ich da auf musste. Mann, was? Na, Melvin, soll ich hier bei der Höhle warten? Kommst hierher und wir erforschen die zusammen. Ja, ich bin auf dem Weg. Gut, ich speichere hier kurz ab und beende die Aufnahme. Ich bräuchte das Katana ja auch noch. Dann komm, ich hänge hier drinnen am Seil. Ich beende jetzt die Aufnahme. Komm nicht rein.